Margret John ist jetzt auch bei uns. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Danke. Außerdem, um schnell die Runde voll zu machen, Sebastian Brehm, Bundestagsabgeordneter der CSU und Raucher, kann man dazu sagen, Dr. Katharina Abing, Nichtraucherin und einen, den man, also zumindest Raucher oder Nichtraucher, nicht mehr groß vorstellen muss, Mario Basler, der natürlich raucht. Und wir haben ihn gerade auch schon im Beitrag gesehen, ist uns zugeschaltet, Sebastian Frankenberger. Ich würde gerne Frau John, bei Ihnen starten. Sie sind Kioskbesitzerin. Wir haben Sie gerade im Beitrag ja schon kennengelernt. Und Sie sagen ganz klar, bei 23 Euro die Packung, da mache ich die Bude dicht. Warum passiert das? Weil die Leute ab dem 15. für so kein Geld mehr haben. Und wie sollen sie dann die Zigaretten noch kaufen? Von welchem Geld? Die fangen schon am 15. an, auf Pump bei mir zu kaufen. Ob es Zigaretten ist oder ein Brötchen ist oder ein Kaffee ist, ja. Die Leute haben ab dem 15. kein Geld mehr. Darf ich mal fragen, was bei Zigaretten bei Ihnen im Kiosk hängen bleibt? Also für Sie? Wie viel? Also ich sage jetzt mal, an der Stange 4 bis 6 Euro. Davon teile ich aber die Hälfte mit dem Finanzamt. Ja. Also wenn es 6 Euro sind, 3 Euro. Ist denn das Problem, das dann entsteht, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass Sie dann sagen, naja, dann, wenn die Leute wegen der Zigaretten nicht mehr kommen, dann kaufen die auch nichts anderes mehr, oder? Ja, das ganze Problem ist auch bei uns. Um die Ecke ist ein Supermarkt aufgemacht geworden. Da gehen die natürlich hin, Getränke holen so, ja. Weil der Supermarkt doch günstiger ist wie ein Kiosk. Aber im Grunde genommen habe ich Stammkunden, die mich hochhalten. Aber wie gesagt, ab dem 15. haben die schon alle kein Geld mehr. Jetzt sagen Sie, geht der Zigarettenpreis rauf, 23 Euro, dann mache ich den Laden dicht. Jetzt gibt es einen in der Runde, der uns zugeschaltet ist, der sagt, 23 Euro ist ja noch viel zu wenig. Sebastian Frankenberger, Sie haben ja, den Nichtraucherschutz nach vorne gebracht. Das war ein Meilenstein 2009, 2010 mit dem Volksentscheid. Sie fordern sogar bis zu 50 Euro. Also Sie machen sich jetzt gerade bei Margret John nicht ganz so beliebt. Ich muss auch sagen, mit welchem Recht? Aber im Grunde genommen zahle ich ja mit meinen Steuern das Gesundheitssystem, weil die Raucher verbrauchen viel mehr Geld. Und also der Staat muss jetzt bezuschussen hier, damit die Leute wieder gesund werden. Die Leute sollen einfach zum Rauchen aufhören. Und deswegen können die Preise gar nicht teuer genug werden. Und Frau John, Entschuldigung, ich bin auch selbstständig. Wenn mein Business nicht mehr funktioniert, ich bin im Tourismus tätig, wenn die Leute mich nicht buchen, dann muss ich mir einen anderen Job suchen oder dann muss ich was anderes machen. Mario Basler, 50 Euro für eine Packung Zigaretten, sagt jetzt oder fordert sogar Sebastian Frankenberger. Wollen Sie sofort Dampf ablassen oder finden Sie so? Naja, gut, den Mann kann man ja nicht ernst nehmen. Ne? Also, das ist ja, ich meine, Bayern ist ja sowieso für sich. Bayern, Deutschland und dann kommt die Welt. Achtung. Bayern ist ja. Also, ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja Bilder gesehen. Ich meine, der Friseur, was soll denn Friseur kosten in Zukunft? Pauschal 100, ja, so das pauschal 100 Euro. Nein, das ist, ja auch nichts. Das ist ja völliger Quatsch, was Sie erzählen. Zieht den Männern, den Leuten in Deutschland noch mehr Geld aus der Tasche raus, dass sie am Schluss gar nichts mehr haben. Da können sie nichts mehr essen, nichts mehr trinken, nicht mehr rauchen. Das ist doch meine Sache. Ich rauche seit 40 Jahren. Und wissen Sie was? Wenn ich mal beerdigt werde, ich lade ja keinen ein. Kommen Sie und bringen Sie mal Zigaretten mit, keine Blumen. Schmeißen Sie die rein, bitte. Hoffentlich kostet dann 50 Euro. Sebastian Brehm, wir diskutieren natürlich auch heute und werden das auch gleich unseren Zuschauern zu Hause anbieten, dass sie den Preis sozusagen ein bisschen mitdiskutieren und bestimmen können. Wir sind jetzt hier gerade bei 23 Euro gelandet, was die WHO sagt, 50 Euro, was Herr Frankenberger fordert. Wäre doch eigentlich für den Staat top, ne? 50 Euro, da kommen da viel mehr Steuern rein. Nee, wäre nicht top, weil die Steuern natürlich dann abwandern, weil der Weg in den Schwarzmarkt dann funktioniert. Also bei jeder drastischen Erhöhung der Tabaksteuer hat man gemerkt, dass eigentlich die Leute woanders einkaufen, entweder auf Schwarzmarkt oder im Ausland. Das kann man bei allen Tabaksteuererhöhungen sehen, die letzten Jahre waren, bei den drastischen. Deswegen haben wir gesagt, moderate Erhöhung, ja, ist okay. Aber die 14 Milliarden oder die 15 Milliarden Steuereinnahmen gehen ja auch nicht ins Gesundheitssystem, sondern die gehen ja im allgemeinen Staat. Also insofern muss man schon, glaube ich, differenzieren. Und ich finde bei 23 oder 50 Euro, also die Freiheit des Einzelnen, das zu tun, was er machen will, sollte schon noch da sein. Das ist übrigens die wirklich größte Steuereinnahme, die wir haben, mit knapp 15 Milliarden bei Verbrauchsteuern. Also wenn man da noch höher geht, glaube ich, gibt es eine Abwanderung. Vielmehr wäre wichtig, dass man schaut, dass man Prävention macht. Das haben wir gemacht.
bei der letzten Tabaksteuer erhöhen. Ja, steht für Prävention, also Maßnahmen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben eine Ärztin hier mit einer Runde, die natürlich auch mal sagen soll, was es für gesundheitliche Einwirkungen oder Auswirkungen hat. Vorher wollen wir Sie zu Hause fragen, was Sie glauben, was Zigaretten in Zukunft in Deutschland denn kosten sollen. Sie können das über unseren Schieber jetzt sozusagen im Euro-Schritt selber bestimmen. Von 8 Euro, das ist, glaube ich, im Moment der Durchschnittspreis für eine kleine Packung. Mario Basta, ist das ungefähr so? Kommt das hin? Ja. Ja, es gibt ja auch noch größere Packungen, da sind halt auch automatisch mehr drin, klar. Ja. Aber die kleinste Packung ist, glaube ich, bei 8 Euro im Moment. Aber ich kaufe nur noch die großen. Also von 8 Euro bis zu 50 Euro die Forderung von Herrn Frankenberger. Können Sie jetzt zu Hause mit abstimmen? Und wir sind sehr gespannt, Katharina Abing, was Sie als Ärztin dazu sagen. Denn dass Rauchen nicht gesund ist, das weiß, glaube ich, jeder hier in der Runde. Aber wie groß sind die Folgen? Wie würden Sie es mal einschätzen? Geben Sie uns mal ein Gefühl für die Dimension. Vielleicht, um nur auf zwei Erkrankungen zu sprechen zu kommen. Beim Lungenkrebs sieht es so aus, dass 90% aller Lungenkrebserkrankungen durch Rauchen produziert werden, verursacht werden. Das, finde ich, ist eine immense Zahl. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Bei Herzinfarkten beispielsweise ist es bis zu 65%. Also wir könnten definitiv unsere Überlebenszeit als Raucher deutlich verlängern, indem wir als Nichtraucher aus der ganzen Sache rausgehen. Das heißt, medizinisch ist das ein sehr großes Problem. Jetzt haben wir zwei aktive Raucher und eine, die vor kurzem aufgehört hat. Und was ist passiert? Seit einem Monat und 8 Tage. Wie viel haben Sie vorher geraucht? 2 Packungen am Tag. Also so wie Mario Basta. Was hat Sie denn bewogen, aufzuhören? Ja. Okay. Weil ich halt eine Lunge habe, einen Schatten auf der Lunge. Ja. Das ist leider das, was ich bei meinen Patienten ganz häufig erlebe. Im Grunde erst dann, wenn es zu spät ist, ist unsere Diagnose das, was dann den Weg zum Nichtrauchertum ebnet. Das finde ich immer sehr bedauerlich aus ärztlicher Sicht. Mario Basta, wenn Sie das hören, ich meine, das ist ja jetzt nicht neu und das wissen Sie natürlich auch, dass Rauchen ist ein Gesundheitsrisiko. Nehmen Sie das bewusst in Kauf oder, ich meine, Sie erleben es ja jetzt auch gerade, was Frau John sagt, so, da kommt dann echt die Diagnose vom Arzt und auf einmal so, okay, ich lasse es doch. Schauen Sie, das ist, also für mich ist es relativ einfach. Ich gehe jedes halbe Jahr, jedes Jahr zur Untersuchung. Und wenn mir mein Arzt sagt, ist alles in Ordnung, ich habe schon andere Lungen gesehen, die haben nicht geraucht und meine ist es soweit in Ordnung. Wenn ein Arzt irgendwann mal zu mir kommt und sagt, wir sehen da was, da ist, dann denkt man drüber nach. Aber es ist ja immer noch, ich entscheide doch selbst über meine Gesundheit. Man kann doch mir mit 54, also ich habe mit 14 angefangen zu rauchen, hört der Herr mich? Ja, ne? Ja. Mit 14 habe ich angefangen zu rauchen, ich rauche jetzt seit 40 Jahren. So. Warum soll ich das morgen? Das ist ja meine Sache. Ich kann doch für mich selbst entscheiden. Mittlerweile in Deutschland ist es ja so, wir kriegen ja nur noch Vorschriften gemacht. Da kommt irgendein Herr, so wie der Herr aus Bayern, und sagt, die soll 100 Euro oder 50 Euro kosten, wahrscheinlich auch noch zu wenig. Wir sind doch immer noch in einem demokratischen Staat, wobei, da mache ich auch schon wieder mittlerweile Abstriche, dass wir das auch schon mal, es kommt irgendeiner, der setzt dann irgendwas durch und da wird es auch so gemacht in Deutschland. Ich glaube, und ich gebe Ihnen recht, natürlich ist das nicht gesund. Hm? Das weiß jedes Kind. Aber es darf doch auch jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit seiner Gesundheit umgeht. Wie argumentieren Sie dagegen, Herr Frankenberger? Ja? Da muss ich jetzt sofort reinquetschen. Weil ja, dann sollen Sie haben Sie Fußball so gespielt? Ungesund agieren, sondern bitte auch einfach mehr Steuern zahlen oder mehr Krankenversicherung zahlen, dann sollen sie genau für die Schäden, die sie an ihrem eigenen Körper aufkommen, doch bezahlen. Warum so viel Steuern, wie ich schon bezahlt habe, wenn sie ihr ganzes Leben nicht bezahlen. Aber ich sage jetzt mal, wenn alle aufhören mit dem Rauchen, dann kommt keine Steuer mehr rein. Naja, also. Ja, die Frage ist ja vor allem. Die Frage ist ja vor allem, dann heißt es, man soll kein Fleisch mehr essen, man soll keine Gummibärchen mehr essen, man soll kein Bier mehr trinken, man soll vegan leben. Also irgendwann ist freilich so, dass die Steuer bei der Zigarette sind 3,56 Euro pro Schachtel ungefähr, plus Mehrwertsteuer, da kommt natürlich 14,6 Milliarden. Und man muss die Steuer so bemessen, dass sie moderat ist und dass das Geld auch reinkommt. Wenn man es zu hoch macht, geht eben die Steuerlast wieder runter. Insofern ist jetzt die Bemessung und wir haben wir in den nächsten Jahren noch mal 30, 40 Cent Erhöhung, ist geplant in diesem Gesetz, was die alte Regierung gemacht hat. Und gleichzeitig 500 Millionen in die Prävention. Plus die Regierung hat die 500 Millionen gerade aktuell irgendwo woanders ausgegeben und nicht in der Prävention. Also man muss beides machen, moderate Steuern und gleichzeitig Prävention, gleichzeitig Gesundheitsvorsorge. Also
Das ist nicht das erste Mal, dass wir in der Sendung darüber diskutieren müssen, dass gerade im Bereich der Prävention Gelder auf einmal gespart werden. Und das ist ein schlechtes Zeichen, Dr. Katharina Abing. Vor allem auch deswegen, weil die Zahlen gerade bei jungen Rauchern ein Stück weit alarmierend sind. Sie sind auf 16% raufgegangen. Das ist ein Rekordhoch. Also dieser Ersteinstieg ist auf einmal da. Wenn wir über diese Folgen reden, dann ist das aus Ihrer Sicht doch höchst bedenklich, oder? Absolut. Wir haben ja fast eine Verdopplung von 2021 zu 2022 bei den jungen Rauchern. Und da muss natürlich unbedingt präventiv was passieren. Gleichzeitig bin ich allerdings auch der Meinung, dass solche Gelder auch primär nochmal in die Raucherentwöhnprogramme fließen müssen. Da muss sicherlich mehr passieren. Aber ich meine, mein Job ist natürlich heute, das Gesundheitliche abzudecken. Trotzdem muss ich auch als Ärztin sagen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Dafür muss Geld her und dafür müssen die Zigaretten teurer werden. Ja, und einige Länder gehen ja sogar noch deutlich weiter. Mario Basler, Italien beispielsweise, will das Ausweiten und das Rauchen jetzt zum Beispiel auch im Freien verbieten, also an Bushaltestellen, in öffentlichen Parks. Ist das in Ordnung? Ja, wenn die das so machen wollen, dann fahre ich halt nicht mehr. Also der Wechsel nach Inter-Mailand fällt jetzt flach dann, ne? Nein, da gehe ich halt nicht mehr nach Italien in Urlaub. Dann gehe ich woanders hin. Ich habe auch den großen Vorteil, wenn die 50-Euro-Zigarette irgendwann mal kommt für 50 Euro, dann fahre ich halt 60 Kilometer nach Holland, hol mir da meine Zigaretten. Ich rauche auch weiter, wenn sie 23 Euro kostet. Mhm. Nochmal, aber es gibt halt Menschen, und ich glaube, die verdienen vielleicht weniger Geld, die werden halt andere Kanäle nutzen, um dann an ihre Zigaretten zu kommen, die vielleicht dann noch viel billiger sind. So, und das ist ein wichtiger Punkt, Herr Brehm, denn das haben wir eben in dem Beitrag schon gehört, Stichwort Schwarzmarkt. Ja, also wir können ja sagen 23 Euro, wir können sogar, wie Herr Frankenberger sagen, 50 Euro. Aber die Frage ist ja das, was Mario Basler gerade andeutet, was resultiert daraus, ja, wenn man in der Nähe wohnt zu Tschechien, zu Polen oder Holland, dann holt man sich dort die günstigen Zigaretten, weil es eben keine internationale Lösung gibt. Absolut. Und man merkt es bei jeder Erhöhung. Wir haben jetzt ungefähr 65 Milliarden Zigaretten, die verkauft werden mit Steuerzeichen in Deutschland. Und 19 Milliarden, also fast 20%, wenn man das zusammenrechnet, 19 Milliarden werden über andere Wege geholt, Zigaretten. Also über Schwarzmarkt, ungefähr jede neunte Zigarette sagt, man kommt aus dem Schwarzmarkt. Sind auch nicht verfolgt. Also wir haben ja Steuerzeichen in Deutschland, wir haben Nachverfolgung in Deutschland. Also ein Ausweichen auf den Schwarzmarkt hat ja auch erhebliche gesundheitliche Risiken für den Raucher, weil man weiß ja gar nicht, was drin ist, man weiß gar nicht, wo es herkommt, sind ja auch nicht alle gleich in der Qualität. Also deswegen muss man da auch immer abwägen. Ja, aber nehmen Sie uns noch mal bitte mit, weil das ist nicht verständlich. Die EU regelt so vieles, aber jetzt geht es hier um den Nichtraucherschutz und ausgerechnet das kriegen die jetzt offensichtlich hin, so nach dem Motto, ja, ihr könnt die Zigaretten hier für 8 Euro verkaufen. Wir sehen ja hier Australien, also wir sind jetzt nicht in der EU, aber nur damit mal die Spitzenwerte sehen. Australien, da kostet die Packung 27 Euro. Wir sind in Norwegen bei 14 und in Deutschland im Moment bei knapp 8 Euro. Also damit will ich einfach nur sagen, Spanien 5. Es ist nicht einheitlich geregelt. Und nochmal, es geht um den Nichtraucherschutz. Warum kriegt das in Europa keiner hin? Naja, die Preise werden zwar über eine Tabaksteuerrichtlinie, europäisch ist die ganze Tabaksteuer harmonisiert, aber die Preise letztlich werden trotzdem im Land festgelegt. Jetzt kann man Australien nicht vergleichen. Die haben natürlich keinen Schwarzmarkt mit Polen, mit Tschechien, mit anderen Ländern, wo es 3 Euro kostet. Das geht natürlich wir haben ganz andere Nachbarländer. Wenn, müsste man es europäisch regeln, mit dem Preis auch europäisch regeln, aber dann müsste man auch dieselben Qualitätsanforderungen europäisch regeln. Das heißt, die Nachverfolgung von Zigarettenschachteln, die Nachverfolgung von den Produktionswegen, das ist in den Ländern unterschiedlich. Und daher werbe ich wirklich dafür, dass wir nicht die Preise so hoch machen, damit die Abwanderung in den Schwarzmarkt kommt, weil es gesundheitliche Schädigungen hervorruft. Herr Frankenberger, man hört ja raus, dass das politisch zu regeln offensichtlich nicht ganz so einfach ist. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage mit den Verboten, wo Mario Basler ja eine klare Meinung zu hat. Ich möchte mal das Beispiel Schweden für Sie reinbringen. 2019 hat Schweden das Rauchverbot auch auf Sitzplätze im Freien, in Bars und Restaurants eingeführt, sowie an öffentlichen Plätzen. Schweden 2019, Raucherquote deutlich geringer als in Deutschland. Heißt das, Mist, wir brauchen doch mehr Rauchverbote zum Schutz der Nichtraucher? Also wir brauchen, glaube ich, zum Schutz aller Menschen anscheinend mehr Rauchverbote, weil der Mensch ist anscheinend zu blöd, von sich aus das zu tun. Und es ist einfach eine Sucht. Also wir reden hier auch mit Menschen, die eine Sucht haben, wo das Gehirn irgendwann ausschaltet und man eben nicht mehr diskutieren kann, wie man davon loskommt. Das ist unglaublich schwierig. Darum, ja, der Staat muss hier eingreifen. Und ich kann es nicht mehr hören, Herr Brehm. Ich kann das nicht mehr hören, bloß weil die Nachbarländer irgendwas nicht machen. Die gleiche Diskussion haben wir beim Klimaschutz. Ja, wir gehen voraus, wir sind die Guten, wir zeigen es einmal, wie es funktionieren kann. Entschuldigung,
ich kann diese Diskussion echt nicht mehr aushalten. Also bitte, klares Rauchverbot, am besten wir verbieten die Zigarette. Weil was hat sie denn für Vorteile? Bitte, wenn mir einer in der Runde mal erklärt, welche Vorteile diskutieren wir eigentlich? Alle sind sich eigentlich, ja, eigentlich ist schlecht und eigentlich muss was getan werden. Aber, nee. Ja, was ist das Aber? Ich check's immer noch nicht. So, jetzt hat als erster Herr Brehm, Entschuldigung, aber der Herr Basler hat ganz höflich aufgezeigt und die Vorteile der Zigarette erklärt. Frankenberger war der Name, gell? Herr Frankenberger. Herr Frankenberger. Wissen Sie, wie schön das ist, wenn ich morgens aufstehe, mache mir einen Kaffee und rauche meine Zigarette dazu? Wunderbar ist das. Oder nach dem Mittagessen oder nach dem Abendessen. Sie können es sich gar nicht vorstellen, ne? Weil Sie haben noch nie geraucht. Ich finde es so geil. Nee, ich schwör's Ihnen. Und ich lebe trotzdem und habe ja, und ich lebe auch. Ich rauche seit 40 Jahren und lebe auch. Müssen Sie sich mal vorstellen. Ich bin sogar älter wie Sie wahrscheinlich. Aber dann ist für Sie wahrscheinlich auch die Forderung nachvollziehbar, dass man letztendlich die Raucher, die gerne rauchen dürfen, wenn sie es denn privat machen wollen, an den Kosten beteiligt, die dadurch entstehen. Ja, wir zahlen doch schon Geld. Ja. Wir zahlen doch schon Gelder. Wir haben die Gastronomie haben wir geschrupft mit dem, wer darf in der Gastronomie nur rauchen? 30.000, glaube ich, Gastronomen haben zugemacht in den letzten Jahren. Jetzt kommen die Kioskbesitzer, da haben wir eine Dame sitzen. Die kann auch, wir können ja alles kaputt machen in Deutschland. Gehen wir alle zum Arbeitsamt, wenn alle Hartz IV. Dann kommen wir halt so weit. Aber ich bin doch jemand, ich bin 54 Jahre alt. Hm. Ich möchte mir doch für mich selbst entscheiden können, ob ich meine Zigarette rauche oder nicht. Aber und wenn sie dann am Schluss 23 Euro kommt, ja, vielleicht zahle ich vielleicht die 23 Euro. Vielleicht. Oder ich fahre 60 Kilometer weiter nach Holland und kaufe es mir dann da. Aber das ist doch der Punkt. Man müsste doch, wenn man Fleisch isst, wenn man Bier trinkt, wenn man Zigaretten raucht, wenn man Gummibärchen isst, dann müsste man ja alles verbieten und müsste sagen, okay, wir müssen jetzt alle vegan leben. Und die Politik kann nicht in den persönlichen Lebensbereich eingreifen. Herr Frankenberger, sorry. Naja, das aber hat Lauterbach ja zum Beispiel gefordert, ne, ja. So wie in den persönlichen Lebensbereich eingreifen, indem er gesagt hat, wenn Kinder mit im Auto sitzen, soll dann nicht geraucht werden. Bin aber ich voll dabei, voll. Völlig in Ordnung, also, aber dann kann Cannabis legalisieren. Bitte? Aber dann Cannabis legalisieren ohne Einschränkung, ohne Steuer. Also das ist doch nicht ernst gemeint. Ganz doch, das ist doch nicht ernst gemeint. Das ist vom Herrn Lauterbach ernst gemeint. Ja. Also. Aber was schlagen Sie dann konkret vor? Welche Maßnahmen helfen aus Ihrer Sicht? Was hilft, ist, dass man moderate Erhöhungen macht und dass wir das, was wir beschlossen haben, endlich in der Regierung umsetzt. Wir haben 500 Millionen Präventionsmittel gemacht für Jugendschutz, für Raucherjugendschutz. Und diese 500 Millionen, dafür habe ich gekämpft, bei der Gesetzgebung, die müssen wir halt auch einsetzen. Die dürfen nicht im allgemeinen Haushalt untergehen, sondern einsetzen für Raucherentwöhnungsprogramme, für Schulungen bei Kindern. Natürlich soll man nicht bei Kindern rauchen und bei kleinen Kindern. Das ist doch ganz in Ordnung, dass die Erwachsenen wissen doch, was sie tun sollen. Und die paar, die es nicht wissen, denen müssen wir halt ein bisschen helfen. Aber insgesamt bitte die Freiheit der Menschen fürs Leben doch nicht einschränken. Bitte. Herr Frankenberger. Ja, aber wie viel kriegt dann der Herr Mario Basler von diesem Präventionsprogramm, dass er zum Beispiel nicht mehr auf dem Fußballplatz sich selber einwechselt, dort spielt, dann wechselt er sich aus, die Zuschauer schauen alle zu, Kinder, Jugendliche und er steckt sich als erstes eine an und raucht vor allen Leuten? Schauen Sie, hoffentlich kriege ich genug davon dann. Es ist ja, nochmal, Herr Frankenberger, nochmal, ich verstehe Ihre Intention. Aber ich glaube, ich weiß ja, wir rauchen seit 100 Jahren, 150 Jahren, 200 Jahren wird geraucht. Und jedes Jahr und kommt irgendeiner auf die Idee, wir müssen irgendetwas verändern. Wir kriegen in Deutschland, und glauben Sie mir, das stört die Menschen ganz massiv. Es werden nur noch Vorschriften gemacht und wir müssen machen. Nochmal, ich verstehe alles mit Kindern. Wenn ich meinen Enkel, ich bin vierfacher Opa, ich würde keine Zigarette im Auto rauchen mit meinen Kindern. Ich würde in der Wohnung, wenn meine Enkelkinder dabei sind, keine Zigarette rauchen. Ich gehe bei mir zu Hause auf die Terrasse und rauche draußen. Aber lassen Sie mir doch bitte nicht jedes Jahr andere Vorschriften machen. Ich habe ja nur noch 30, 40, vielleicht 70 Jahre vor mir. Geben Sie mir die doch mal. Also, die sind Ihnen auch gegönnt. Und wir fragen natürlich zu Hause, was Sie sagen, was Zigaretten in Deutschland möglicherweise kosten sollen. Sie können das abstimmen. Wir haben einen Schieberegler. Aktuell sind es pro Packung sind ca. 20 drin, 8 Euro. Und Sie können von 8 bis 50 Euro jetzt abstimmen. Wir lösen es gleich in der Runde hier gemeinsam aus.